Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen super leckeren Spaghetti-Kürbis. So sieht der aus und ihr werdet es nicht glauben, das drinne sind wirklich Spaghettis drinne. Nur natürlich viel, viel gesünder als die Original-Spaghetti, also Low Carb. Das heißt, wenig Kohlenhydrate, ist ja schließlich ein Gemüse und keine echten Teigwaren, so wie die Spaghettis. Unbedingt ausprobieren, es ist so lecker und vor allem so super einfach gemacht. In wenigen Schritten seid ihr schon fertig und könnt euren Spaghetti-Kürbis genießen. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, ist total cool. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und als allererstes bereite ich die Soße für unseren Spaghetti-Kürbis vor. Und die geht wie folgt. Und zwar braucht ihr eine Handvoll Cashewkerne. Diese müsst ihr in Wasser einweichen. Entweder im Kühlschrank über Nacht mit kaltem Wasser zum Beispiel oder mit heißem Wasser, also kochendes Wasser, einfach übergießen, ungefähr 10 Minuten stehen lassen. Und dann geht das Ganze schneller für diejenigen unter euch, die eher spontan sind. Wichtig ist, dieses Einweichwasser muss danach erstmal abgesiebt werden. Das bitte nicht mehr verwenden und dann nachher frisches Wasser verwenden. Jetzt kommen die Cashewkerne in euren Mixer und dazu kommt jetzt das frische Wasser dazu. Gebt lieber ein bisschen weniger Wasser zuerst hinzu, damit die Soße nicht so flüssig wird. Wir wollen eine Art Sahne herstellen, eine Cashew-Sahne, und Wasser kann man dann immer noch ein bisschen mehr hinzugeben. Dann würze ich das Ganze mit Salz und Pfeffer, ein bisschen Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Da könnt ihr wirklich ausprobieren, was ihr gerne habt und immer wieder variieren. Für den käsigen Geschmack gebe ich noch Hefeflocken hinzu. Das ist eine vegane Alternative zu Käse. Und wer das zum Beispiel jetzt nicht zu Hause hat oder nicht vegan gestalten möchte, der kann natürlich auch einfach normalen Käse verwenden, zum Beispiel Parmesan. Oder das Ganze auch weglassen, das schmeckt auch so super gut. Wer sich die Arbeit mit dieser Cashew-Soße nicht machen möchte, der kann auch alternativ einfach solch eine Sojasahne verwenden. Das funktioniert auch super gut. Oder natürlich normale Sahne, wer das Ganze nicht unbedingt vegan haben möchte, das funktioniert auch super. Jetzt geht es weiter mit dem Kürbis. Den müsst ihr einfach halbieren, dann müsst ihr die Kerne entfernen und das geht am einfachsten mit einem großen Löffel. Anschließend legt ihr den Kürbis für bessere Standhaftigkeit am besten in eine Auflaufform oder ähnliches. Und dann füllt ihr die Soße einfach hinein in die Mulden, so viel wie reinpasst. Und dann ist das Ganze auch schon fertig für den Backofen. Gebacken wird der Kürbis bei 180 Grad Umluft ungefähr für 30 Minuten, bis einfach diese Spaghettis, die da drin enthalten sind, schön weich sind. Da könnt ihr am besten am Rand ein bisschen mit einer Gabel einstechen und dann spürt ihr das ganz schnell, ob das wirklich schon schön weich ist. Und so schnell und einfach habt ihr Spaghetti-Kürbis hergestellt, mit Soße inklusive, ohne irgendwelche Sachen großartig dreckig zu machen, keine Töpfe, gar nichts, super gesund, könnt ihr wirklich für zwei Personen, reicht es super, gerade so auf den Teller servieren, finde ich, sieht klasse aus und schmeckt einfach sensationell gut, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog www.fraujannik.com. Schaut vorbei, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob dort oder hier auf YouTube. Ich freue mich immer von euch zu lesen, ob es euch geschmeckt hat. Oder wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, das geht am besten über Instagram und da könnt ihr den Hashtag FrauJannik nutzen. Dann kann ich die Fotos nämlich sehen und ich freue mich jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich genieße jetzt meinen leckeren Kürbis. Ich freue mich riesig darauf, auch jetzt auf diese Kürbissaison. Es werden noch weitere Rezepte mit Kürbis folgen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine gute und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.